Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Herr Gamke hat die 10 Milliarden ja wieder angesprochen. Herr Gamke, wenn Sie mir kurz zuhören würden, Sie hatten ja die 10 Milliarden wieder angesprochen. Ich würde darauf gerne gleich mal Bezug nehmen. Wenn Sie an der Anhörung teilgenommen haben, haben wir konkret den Bundesrechnungshof befragt, wie Sie auf 10 Milliarden kämen. Und es kam keine konkrete Antwort, sondern nur der Hinweis, man hätte eine Stichprobe von 40 oder 47 Unternehmen gemacht und meint daraufhin alles hochrechnen zu können. Also von daher Vorsicht an der Bahnsteigkante. Und ich würde auch davor warnen, dass man hier den Eindruck erweckt, dass alle Unternehmer per se, die eine Kasse führen, Steuerhinterzieher sind. Es gibt die Fälle, aber man muss es auch einordnen. Von daher ist es klug, einen Kompromiss zu finden, den hat Uwe Feiler vorhin ja sehr deutlich dargestellt, dass man den Steuerehrlichen nicht noch bestraft und mit Überbürokratie belastet, sondern dass man einen vernünftigen Ausgleich bekommt, dass man das Ziel, in dem wir uns ja alle einig sind, erreichen werden, aber nicht die Belastung der anderen Steuerpflichtigen zu hochtreiben. Und ich glaube, das bekommen wir hier gut hin. Es ist ja richtig und wichtig, dass wir die Verhinderung von Manipulationen vorantreiben müssen. Die Dinge, die uns dort geschildert worden sind, sind ja wirklich abenteuerlich, wenn Sie sich die Phantomsoftware angucken. Sie müssen Tetris spielen und danach kommen Sie auf eine andere Ebene und dann werden Ihnen die Umsätze und Materialaufwendungen auf Wunsch geschmeidig gemacht, sage ich mal, angepasst. Und das kann nicht funktionieren. Da müssen wir eine Lösung finden und die haben wir jetzt auch gefunden. Wir haben eine technologieoffene Lösung, was ich gut finde. Wir haben eine herstellerunabhängige Lösung und eine kostengünstigere Lösung als das Ensika-Verfahren. So jedenfalls die Gesetzesbegründung, ausgeführt von der Bundesregierung. Und wir suchen ein sicheres Verfahren, wo nicht jeder sich reinhacken kann. Das ist bei Ensika nicht gegeben gewesen. Und von daher glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir müssen auch beachten, welchen Umfang dieses Gesetz annimmt, wen wir alles damit treffen. Wir haben in Deutschland ungefähr 400.000 Einzelhandelsbetriebe, ungefähr 250.000 gastronomische Betriebe. Die müssen wir im Blick haben. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Und von daher ist es auch richtig, keine generelle Registrierkassenpflicht einzuführen. Das ist per se, klingt das sehr gut, aber wir treffen eben viele, viele Kleine. Ich will nicht nur die Sportvereine benennen. Der Deutsche Fußballbund war ja in der Anhörung anwesend. Der Verkauf auf dem Sportplatz wäre ein Problem. Ein Volksfest, wo Sie schnell über ein Stiftungsfest, ein Volksfest, was Sie veranstalten als Verein, wo Sie schnell über die Umsatzgrenzen hinauskommen, die mal diskutiert worden sind, dann haben Sie das Problem bei den einzelnen Vereinen. Und wir brauchen ja nur über die Grenze schauen. Die Österreicher haben es ja eingeführt. Mit großem Bohai. Aber was finden wir jetzt? Mittlerweile hat das BMF-Schreiben in Österreich 95 Seiten. Als wir angefangen haben zu diskutieren, war es noch bei 67 Seiten, weil die Ausnahmen immer mehr werden. Also Umsatz im Freien, finden Sie hier Lösungen, Hüttenumsätze, also ganz viele tolle Dinge. Die würden wir hier in Deutschland dann auch schaffen. Denn der politische Druck bei uns allen wäre viel zu groß, weil wir nämlich Leute treffen würden und Vereine treffen würden, die wir gar nicht treffen wollen. Und von daher machen wir hier Politik mit Augenmaß und sind froh, dass wir Sozialdemokraten dazu bringen konnten, dass sie diesen Weg mitgehen und nicht wieder überbordende Bürokratie hier aufbauen. Aber deutlich muss auch sein, dass das Ganze kein Allheilmittel ist. Der Kollege Binding hat ja darauf hingewiesen, ein großes Problem ist, muss man ehrlicherweise sagen, auch Einnahmen, die gar nicht erfasst werden. Da kann ich noch so ein Kassensystem haben, wenn die Einnahme die Kasse nie sieht, da habe ich ein richtiges Problem. Von daher ist es richtig, dass wir die Kassennachschau jetzt einführen. Und von daher ist es richtig, dass es diese Maßstab oder dieses Handwerkzeug jetzt für die Finanzverwaltung gibt, die unangekündigt in die Räumlichkeiten gehen können und sich die einzelnen Dinge ansehen können. Und wenn jetzt kritisiert wird, dass man erst den 01.01.2018 hat, das hat auch was mit Länderfinanzverwaltung zu tun, die erstmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen müssen. Aber wenn man unbedingt handeln wollte, Herr Kollege Binding, gibt es auch jetzt die Umsatzsteuernachschau. Die könnte man genauso anwenden. Das ist ein Instrument, weil dort, wo hinterzogen werden würde, ist es auch immer ein Umsatzsteuerproblem, sodass man auch daran kommen könnte. Und natürlich wird es jetzt die Möglichkeiten geben, noch eine offene Ladenkasse zu führen. Ich sage Ihnen aber, es werden die wenigsten tun, weil sie nämlich eine gesetzliche Vermutung der Richtigkeit der Kassenaufzeichnung bei einem zertifizierten System haben. Wir haben die sogenannte Beweiskraft der Buchführung in § 158 Abgabenordnung. Und wenn ein Betriebsprüfer vor Ort ist, versucht er immer, die Buchführung durcheinander zu bringen und sagen, die ist sachlich nicht richtig, weil er dann die Möglichkeit hat, nach 162 Abgabenordnung Zuschätzung vorzunehmen. Das ist das größte Problem. Von daher kann ich nur jedem Mandanten, das tue ich auch, empfehlen,
offene Ladenkasse weg, Registrierkasse hin, weil es dann auch vernünftiger ist. Auch er hat eine Sicherheit in der Betriebsprüfung. Und übrigens sind die Registrierkassen ja mal erfunden worden, nicht weil es die Fiskus gibt, sondern weil Unternehmer sicher sein wollten, dass ihre Mitarbeiter nicht eigene Geschäfte machen. Ich habe mal nachgelesen, 1879 ist in einem Saloonbetrieb in Ohio zum ersten Mal eine Registrierkasse eingeführt worden. Also von daher gibt es gute, gute Gründe. Ja, der Barkeeper war nicht mehr lange beschäftigt. Also von daher, also es gibt gute Gründe, die offene Ladenkasse abzuschaffen. Von daher glaube ich, dass wir insgesamt hier eine sehr praktikable Lösung haben. Wir werden gemeinsam Erfolg haben und wir wollen den Steuerhinterziehern das Handwerk legen und das werden wir mit diesem Gesetz schaffen, auch wenn der Binding noch nicht ganz überzeugt ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die